Was mag uns hier erwarten? Tja, was auch immer uns hier erwartet, es wird sicherlich nicht gut werden. Ich bin froh, dass wir Wiz an unserer Seite haben. Denn der Gott der Zerstörung ist niemand, mit dem wir Alter, seht ihr, wie viel Energie der hat? Das ist ja übel. Und da soll Ninja Lila Speedster eine Chance gegen haben? Ihr seid ja denn völlig wahnsinnig geworden? Ha! Und wenn ich es jetzt gut anbringe, dann... habe ich es nicht gut angebracht. Shit. Ja, schade. Er ist ausgewichen. So einfach... Ah. Er hat es schon wieder getan. Er hat gekontert, während ich ausgewichen bin. Würde ich auch gern können. Das ist ein ziemlich schweres Manöver. Ich weiß, Keanu hat mir sogar angeboten, das zu trainieren, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich bin froh, wenn ich 5 Minuten mal hier zum Aufnehmen komme. Das ist schrecklich. So, okay. Ja! So, erstmal eine Energiekapsel eingesetzt. Sicher ist sicher. Wir haben hier noch jede Menge Energie abzunehmen. Oder wir lassen einfach Wiz das machen. Ich meine, Wiz ist ja nicht grundlos hier. Dass wir zur Not auf Energiegespamme gehen können. Und diesmal haben wir leider die Destructo-Disc nicht dabei, sodass wir aus der Ferne diesmal nicht allzu viel machen können, während Wiz sich ihm vorknöpft. Wäre natürlich auch eine ziemlich elegante Art und Weise, das zu lösen. Aber sicherlich auch nicht gerade die spannendste für euch. Aber egal, so geht's auch. So kriegen wir es auch hin. Ah, ich sollte lieber... Oh yeah. Lieber zu früh als zu spät die Energiekapseln einsetzen. Das war schon, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt. So, machen wir mal ein normales Kamehameha und das hat glücklicherweise jetzt sogar gut getroffen. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. So, jetzt muss ich aufpassen. Oh shit. Gerade kam die Ausdauer zum Glück zurück. Spannend. Das wird spannend. Was ist das denn für eine... Was ist das? Was macht der? Hör auf damit. Dann kriegst du meinen ultimativen Finish an den Rücken. Und glaub mir, das willst du nicht. Das will keiner. Shit. Boah, Gott sei Dank war das ein Volltreffer. Oh nein. Gut, letzte Energiekapsel. Cut my life into pieces. This is my last resort. Um es mal in Peter Lustig Gesang zu sagen. Peter Lustig Poop Gesang. Ja, das war wirklich mein Last Resort. Ja, wenn es damit nicht hinhaut, haben wir ein Problem. Zack. Aber wir haben kein Problem. Das gibt's nicht. Echt? Freundchen, mach mich bloß nicht wütend. Sonst zerstöre ich noch das ganze Universum. Und glaub mir, das willst du nicht. Was? Wo kam der her? Einfach so aus heiterem Himmel? Du Mistkerl! Ich glaub das ja nicht. Jetzt ist Schluss mit Lust. Yeah! Einfach draufgeprügelt. So. Wow. Ich weiß, dass ich ziemlich oft... eigentlich immer das Gleiche mache, aber was soll ich machen? Hier ging es um Leben und Tod. Das war ein harter Kampf. You appear to have relaxed, Lord Beerus. Yeah, and my stomach cramps are finally gone too. I'm sorry, Lord Beerus. I could make an extra special lunch for you as an apology. Don't you dare! Are you trying to kill me? I'll have no more of your cooking. All of this has worn me out. Let's go, Whis.
Yes, my lord. Thank goodness! It looks like Earth didn't get destroyed after all. I'm not sure why you're here, but thanks for all the help. I really appreciate it. Gern gemacht, bye. Boah, was ein harter Kampf. Great work out there. We were really on the brink of disaster today. Na, Trunks, wieder alles fit? I didn't expect to see Lord Beerus. We really cut that one close. Thanks to someone's cooking. Come on. It wasn't that bad. Things might have gone a lot worse without my pudding. Still, Mira and the Masked Saiyan both got away in the end. Yeah. It'll definitely try something different now that we've seen both of them at work. But what will they try this time? Eine gute Frage. Ja, Krillin bietet mal wieder eine Speziallektion an. Okay. Oh, direkt ein Quest-Event hier direkt vor den Toren. Das sollten wir uns mal zuallererst anschauen. Auch wenn die in der Vergangenheit jetzt immer ein bisschen gedauert haben, aber hey, was soll's. Bist du es, Mantu? Du bist es nicht. Hey. Wer bist du? Willst du nicht mit mir reden? Doch, die Sterne sagen uns... Ah, okay, alles klar. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Trunks! Es ist Trunks! Oh Gott, das ist nie gut. Er will mich wieder gegen lauter Saiyajin kämpfen lassen. Ja, ich habe sogar einen Schwanz. Genau, wie auch sei. Gott, der Zerstörungsbild ist ziemlich wütend auf uns. Er sagte, er würde die Erde zerstören. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er ist so stark, dass ich keine Chance hatte. Könntest du schon wieder gegen Bills? Oh Gott. Gegen Wiz und Bills. Und das so mit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir unter Garantie nicht schaffen. Aber wir probieren es mal. Wir probieren es mal, wie weit wir kommen. Boah, das wird heftig. Der Gott der Zerstörung und sein Meister. Ui, aber wenigstens hat er nicht ganz so viel Energie wie in der Quest gerade. Das ist schon mal praktisch. Und wir wissen ja nun, wie wir gegen ihn kämpfen. Nämlich so wie gegen alle anderen auch. Shit. Alter, was? Wieso kann ich gerade nichts? Ich konnte gerade nichts machen. Ich glaube, das lag an so. Alter, hat mir das viel Energie geklaut. Wie viel Schaden macht der bitte? Wie viel Schaden macht der bitte? Ist ja unglaublich. Gut, dass Wiz sich nicht sonst wie einmischt momentan. Sonst wären wir wahrscheinlich schon erledigt. Boah. Na gut, dann will ich zumindest mit Bills fertig werden mal. Falls mir das vergönnt ist. Aber nach Sternen bemessen ist das hier schon die härteste Stufe. Und ich glaube, dafür werde ich noch nicht ganz bereit sein.
Wenn wir einen Sieg gegen Bills rausschlagen, bin ich sehr zufrieden. Gut. Ha! Sehr gut. Diesmal konnten wir richtig nach ihm schlagen, nachdem er sich wegteleportiert hat. Da kommt es echt auf Mods Timing an. So. Wiz. Und wir haben sogar getroffen. Cool. Aber ich wette, Wiz ist ein unheimlich harter Gegner. Nie wirklich gegen Wiz bisher gekämpft, auch in Xenoverse 1 ja nur mal ganz kurz in einem Kampf. Von daher habe ich auch nicht so die Ahnung jetzt von seinen Attacken. Das wird interessant. Ah, komm. So, Energiekapsel. Das war schön, das war super. Und, wow, sogar das hat er... Sogar das hat getroffen. Das kann doch unmöglich... Da kommt danach noch was. Das kann unmöglich alles sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nie und nimmer die zweithöchste Schwierigkeitsstufe. Nicht, dass das hier jetzt leicht wäre, aber... Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich hier jetzt gar nicht zurechtkomme. Oh Gott. Das schockiert mich jetzt. Oder gehe ich den Kampf einfach nur mit dem nötigen Ernst? Naja, da kommt auf jeden Fall noch. Es gibt ja immer diese Stretch... Oh, shit! Diese Stretch-Goals, wenn man so will. Hat er sich jetzt echt treffen lassen davon? Wahnsinn. Aber das hat eben auch kurz so ausgesehen, als wäre er nach seiner Attacke ein bisschen außer Atem gewesen. Vielleicht war das mein großes Glück jetzt gerade. So, bin ich gespannt, ob danach sowas wie ein Finisher da steht, oder? Ich glaub's ja ehrlich gesagt nicht. Es steht Finisher, wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft. Jetzt kommt natürlich noch was, das ist klar. Aber wir haben's geschafft. Klar, die Stimme. Oh ja. Gut. Okay. Hiya! Oh, echt? Ui. Wow. Aber egal, wir haben den Finisher erreicht. Das ist mehr, als ich erhofft hatte. Da bin ich sehr zufrieden. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir hier noch kommen. Kämpfe dauern jetzt natürlich auch ihre Zeit. Die haben ja schon Mords Energie. Und da könnte eventuell dann auch wieder das Zeitlimit ein Problem werden. Mal gucken. Was? Du hängst da einfach so rum? Was fällt dir ein? Hör auf, mitten im Kampf zu schlafen, du... Aua, 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 aua. Wenn ich da nicht wieder rauskomme, habe ich verloren. Oh ja, Krillin. Auf, Krillin, verprügel. Au. Komm jetzt. Auf, Krillin, verprügel ihn. Auf, Krillin, verprügel, prügel, prügel ihn. Aua. Ja. Shit. Da ist er wieder rausgekommen. Aber Gott sei Dank erledigt Krillin das schon. Wer, wenn nicht Krillin? So. Danach kommt natürlich auch noch Wiz. Aber wir sollten noch nicht von danach sprechen. Aber ganz ehrlich, mit ein bisschen mehr Training würde das klappen. Bin ich eigentlich sogar ziemlich von überzeugt.
Es ist nicht so unfair, sagen wir es mal so, wie ich gedacht habe. Das ist jetzt natürlich schon echt schwer, aber nicht so unfair, wie ich dachte. Das hätte ich bei Wiz und Bills echt erwartet, dass uns da jetzt ein sau unfairer Kampf bevorsteht. Wahnsinn. Wir schlagen uns sehr wacker. Natürlich auch. Dank der Hilfe unseres Meisters. Krillin, steh auf. Fällt dir ein. Häng hier nicht rum, fauler Sack. Immerhin, das Teleportieren klappt einfach echt gut. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass das trifft. Bin manchmal doch echt erstaunt. Manche Sachen, wo ich denke, das trifft jetzt nie im Leben, die treffen. Und sowas, wo ich dachte, okay, da hat er jetzt keine Chance auszuweichen, da weicht er auf einmal aus. Das Spiel hat seine eigenen Gesetze. Oh shit, ich bin außer Atem. Das Spiel hat wirklich seine eigenen Gesetze. So, Bills, nimm das. Ja! Boah! Oh shit. Was tut er? Krillin, erledige ihn, na los! Krillin! Was? Wo kommt das denn jetzt her? Ultimativer Finish, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Ich werd bekloppt. Ich hätte gedacht, dass da jetzt auch nochmal Wiz kommt. Aber nee. Wir haben es echt geschafft. Mit einem Z-Rang. Wahnsinn. Also da bin ich jetzt mehr als zufrieden. Son Gokus Arbeitskleidung errungen. Eine Mischkapsel M. Gruppenaura Splitter und Gruppenaura Kristall. Und die Ausweichfähigkeit Volltreffer. Wow. Cool. Und wir werden auch noch vom Meister Freezer gerufen. Haha, du hast es wirklich geschafft, du hast gewonnen. Du bist toll, wer wohl stärker ist, du oder mein Daddy? Du musst mal bei mir vorbeikommen, ich will dich gegen Papa kämpfen sehen. Ja, aber nicht mehr heute. Für heute haben wir eine wirklich, wirklich harte Quest hinter uns. Wir gucken jetzt nur noch mal kurz an, was Freezer von uns will. Und glücklicherweise haben wir auch schon direkt eine Teleportstation in der Nähe. Die trainieren fleißig, beziehungsweise, naja, eigentlich nur die Ginyu Force, die anderen stehen nur blöd rum. Was will Freezer von uns? Oh mein Gott. Yes. Jetzt ist es Zeit für deinen ersten Auftrag als mein neuer Untergebener. Ich dachte, du könntest mir helfen, meinen Bruder loszuwerden. Was? Nein! Höchste Zeit, dass er in seine Schranken gewiesen wird. Wir sollten sofort starten. Bist du bereit? Aber sowas von. Cooler wird mich sicher aufsuchen. Deine Aufgabe ist es, ihn abzuwehren und aufzuhalten. Simple Sache, oder? Ja, wenn's weiter nichts ist. Ich mein, Gott. Uff, ist ja auch nur, es hat auch wieder so eine hohe Schwierigkeit. Oh mein Gott. Spieler TP erschöpft, Zeit läuft ab, Freezer wird besiegt. Ob wir das schaffen oder nicht. Tja, Leute, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dahin, euer Weehawk.